Hallo ihr Lieben, heute habe ich für euch zwei Low-Carb-Erfolgsgeschichten, zwei von Zehntausenden. Es gibt sehr viele Menschen, die ihre Ernährung umstellen auf Low-Carb oder Keto gehen und feststellen, dass sie in kürzester Zeit mehr an Gewicht abnehmen, als sie sich jemals hätten träumen lassen. Und ihre zum Teil seit Jahrzehnten bestehenden Krankheiten und Zipperlein verschwinden einfach so. Auch chronisch progressive Krankheiten, nicht heilbare Krankheiten wie Diabetes, werden umgekehrt und manche besiegen sogar ihren Krebs. Medikamente werden dann entweder gar nicht mehr gebraucht oder zumindest kann die Dosis dramatisch reduziert werden. Ein Disclaimer, dies ist keine offizielle Empfehlung. Meine Videos haben immer ausschließlich informativen Charakter. Jeder ist für seine eigene Gesundheit selbst verantwortlich und möge das tun, was er für richtig hält. Erzählt man im privaten Umfeld solche Erfolgsgeschichten, dann kommt zunächst das große Staunen, Anerkennung, Schulterklopfen vielleicht. Erzählt man weiter, wie es funktioniert, dann verziehen die Leute das Gesicht und sagen, oh, das könnte ich nicht. Ich kann nicht auf mein Brot verzichten. Meine Nudeln brauche ich aber. Und was, keine Sättigungsbeilagen? Die sogenannten Sättigungsbeilagen sind alles nur nicht sättigend. Sie machen nicht satt, sondern sie sorgen dafür, dass wir ständig Hunger haben und den ganzen Tag am Essen sind, weil sie aus Kohlenhydraten bestehen. Es wäre so leicht, es mal auszuprobieren, es mal drauf ankommen zu lassen, für sich selber festzustellen, was es damit auf sich hat. Aber dann müsste man sich mit seinem inneren Schweinehund und mit seiner Sucht auseinandersetzen. Vielleicht ist es wirklich einfacher, Pillen zu schlucken, aber ich frage mich, ob man wirklich Wert darauf legt, sich bestrahlen zu lassen und Körperteile herauszuschneiden. Mich schüttelt es bei dieser Vorstellung. Aber jedem das Seine. Ich höre immer wieder einmal von meinen Abonnenten, Freunden und Bekannten, dass sie seit der Umstellung auf Low Carb ganz neue Menschen geworden sind. Vielen geht es natürlich in erster Linie ums Gewicht. Aber was eine simple Ernährungsumstellung an gesundheitlichen Verbesserungen bringen kann, hört sich schon fast zu gut an, um wahr zu sein. Und doch ist es so. Meine beiden Erfolgsgeschichten kommen zum einen von meinen Abonnenten, einer Abonnentin und zum anderen aus dem privaten Umfeld. Sie stehen als Beispiel für viele andere, in deren Leben sich alles verändert hat. Fall 1, Esme Wetterwachs. Wer meine Videos kennt und mal die Kommentare liest, hat den Namen sicher schon mal irgendwo gesehen. Esme Wetterwachs hat in 2 Jahren 50 Kilo abgenommen und das trotz zwischenzeitlicher Schwangerschaft. Bei Schwangerschaften nehmen andere Leute eigentlich eher zu. Es ist auch normal, aber danach haben sie wieder Schwierigkeiten, das Gewicht loszuwerden. Zuerst einmal herzlichen Glückwunsch, Esme. Das ist ein toller Erfolg. Die konkrete Unterhaltung über dieses Thema fand zwischen ihr und mir in den Kommentaren unter meinem Freestyle-Video statt. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Vor ein paar Wochen kamen wir in eben diesem Video oder in den Kommentaren darunter über das Blutzuckermessgerät Freestyle Libre ins Gespräch und sie erzählte mir danach, dass sie mit Low Carb High Fat in 2 Jahren trotz Schwangerschaft 50 Kilo abgenommen hat. Sie hatte ihre Kohlenhydrate auf 100 Gramm pro Tag beschränkt, was noch nicht einmal eine extreme Low Carb Ernährung ist. Extrem sind 20 Gramm oder weniger. Das Ergebnis von 118 Kilo auf 68 bei 1,75. Nach diesem Erfolg hat sie ihre Ernährung dann auf Low Carb umgestellt im Laufe der Zeit und auch als
das auch als Zero Carbs bezeichnet wird oder Null Kohlenhydrate, weil es damit leichter ist, das Gewicht zu halten. Solange man Kohlenhydrate isst, bleibt immer noch so ein bisschen die Fresslust, sag ich mal, der Appetit und bei vielen auch die Sucht. Durch Zero Carbs, Null Kohlenhydrate bzw. die ketogene Ernährung verschwindet das Hungergefühl komplett und das macht die Sache viel leichter. Was kommt bei Esme heute noch auf den Tisch? Fleisch, Fisch, Eier, Käse, Knochen, Brühe, Leber und Butter. Ihren Kaffee trinkt sie mit Sahne, zum Kochen nimmt sie Butter, Schmalz und Rinderfett. Vorher bei Low Carb, am Anfang, als sie umgestellt hat, gab es auch Gemüse und hin und wieder sogar Obst, aber jetzt so gut wie nicht mehr, sagt sie. Sie kämpft wie viele von uns noch ein bisschen gegen ein paar Dämonen namens Milchprodukte, die durch ihren Gehalt an Casomorphinen die gleiche Wirkung auf das Suchtzentrum des Gehirns haben wie Alkohol und Drogen und Getreide. Ja, ihr habt richtig gehört, auch Getreide macht süchtig, das ist das Gluten. Oder was glaubt ihr, warum die Leute sagen, sie können nicht auf ihr Brot, ihre Nudeln und ihre Sättigungsbeilagen verzichten? Esme bezeichnet sich als Kohlenhydrat-Junkie. Essen war für sie oft nicht Treibstoff für den Körper, sondern ein ungesundes Kompensationsmittel für alle möglichen Befindlichkeiten. Nach der ersten großen Umstellung hat sie sehr gut abgenommen. In der zweiten Phase nach der Schwangerschaft wurden dann die Milchprodukte ein bisschen zum Problem, weil sie zum Ersatz für Getreide wurden, für Gebäck, Brot, Nudeln. Aber verglichen mit der Otto-Normalverbraucher-Durchschnittsernährung oder noch schlimmer, verglichen mit der veganen Ernährung sind Sahne, Quark, Käse und Sahne eigentlich eher ein Luxusproblem. Aber dem muss man sich natürlich trotzdem stellen. Trotz Milchprodukten hat Esme in insgesamt etwas über einem Jahr 50 Kilo abgenommen. 2018 hat das angefangen, da hat sie 4,5 Monate Low Carb gemacht, dann kam die Schwangerschaft, da fuhren dann die Hormone Karussell und es war alles anders. Und da hat sie eine Pause eingelegt und 2020 war sie wieder auf Kurs. In der Schwangerschaft und Stillphase hat sie sich natürlich auf ihr Baby konzentriert und hatte mit einer postnatalen Depression zu tun. Deshalb war da nicht viel mit Abnehmen, aber ihr Gewicht blieb stabil und das alleine ist ja auch schon ein toller Erfolg. Esme fasst ihre Empfehlungen so zusammen: mehr Fleisch, weniger Bullshit. Das gefällt mir sehr gut, diesen Spruch muss ich mir merken, der sagt eigentlich alles. Die Einzelheiten zu dieser Erfolgsstory findet ihr in den Kommentaren unter dem Freestyle Libre Video. Esme ist noch jung. Sie hatte zwar das Problem mit dem Gewicht, ansonsten war sie aber bis auf Rückenschmerzen gesund, fit und leistungsfähig. Solange wir im zeugungsfähigen Alter sind, schützt uns die Natur vor Verschleiß und Zerfall. Und solange wir nicht zu sehr über die Stränge schlagen, haben wir kaum gesundheitliche Probleme. Man sagt immer, Kinder können sich von Pappe ernähren und bleiben trotzdem gesund. Bisschen übertrieben, aber das drückt es aus. Wenn wir uns nicht mehr fortpflanzen können, dann sind wir aus der Sicht der Natur überflüssig und damit uns selbst überlassen. Ab diesem Zeitpunkt geht es mit der Gesundheit bei den meisten Menschen dann auch rapide bergab. Bei Frauen ist klar, wann die Reproduktionsfähigkeit endet, aber auch die Männer gehören aus der Sicht der Natur irgendwann zum alten Eisen und das beginnt meistens so ab 50. Welchen Unterschied das Alter macht, wird in meinem zweiten Fall deutlich. Die zweite Erfolgsgeschichte kommt aus dem privaten Bekanntenkreis. Der Betroffene ist mir also persönlich bekannt und da ich ihn seit Beginn seiner Ernährungsumstellung mehrfach
gesehen habe, konnte ich die Entwicklung sozusagen aus erster Nähe verfolgen. Es begann vor etwas mehr als einem Jahr. Zu diesem Zeitpunkt war er 71 Jahre alt. Ausgangsgewicht war 128 Kilo bei 1,78. Hier ging es zwar auch um das Gewicht, natürlich, aber viel wichtiger und drängender war eigentlich eine ganze Wäscheliste an Krankheiten und anderen lästigen gesundheitlichen Schwierigkeiten. Er hatte Bluthochdruck, den er seit 35 Jahren medikamentös behandelt hatte. Gicht war diagnostiziert worden, Schilddrüsenfunktionsstörung, eine Trigeminusneuralgie, das ist der schmerzende dreizipflige Gesichtsnerv, das kann sehr, sehr schmerzhaft sein. Er hatte Schwindel- und Gleichgewichtsstörungen, Haarausfall und Ergrauen. Ja, das ist vielleicht normal, wenn man älter wird, aber nein, es ist nicht normal. Kopfschmerzen, schmerzende Füße, Schmerzen in Knien, Gelenken, in der Hüfte, Nierenfunktionsstörungen, die auch medikamentös behandelt wurden. Grenzwertige Blutzuckerwerte, beginnender Diabetes, offiziell kein Diabetes, nach meinem Dafürhalten sehr wohl Diabetes. Erhöhte Harnsäurewerte, Tinnitus, den hatte er auch schon 20 Jahre, Sehstörungen, auch schon 20 Jahre, fehlende Vitalität, Kraft, Ausdauer, insgesamt unter dem Strich reduzierte Lebensqualität, und zwar gewaltig reduziert. Was bekommen wir gesagt, wenn wir mit solchen Dingen zum Arzt gehen? Das ist das Alter, da kann man nichts machen, dafür gibt es Medikamente. Aha. Also aus ärztlicher Sicht war er ja auch gut versorgt. Er nahm täglich seine 6 verschiedenen Medikamente, teilweise mehrfach täglich, für Bluthochdruck seit 35 Jahren ohne Erfolg, Gicht, Schilddrüsen, Fehlfunktion, Thrombosegefahr und die Trigeminusneuralgie. Unter dem Strich sagt er heute, viel gebracht haben die Medikamente nicht. Im Gegenteil, jedes Mal, wenn er zum Arzt gegangen ist, kam noch ein Medikament dazu und dann noch eins. Und dann wurde die Dosis erhöht oder es gab ein anderes Medikament, ein stärkeres. Ja, ne? Ja, so hätte er weitermachen können, klar. Aber er hat seine Ernährung umgestellt. Ich habe ihn gecoacht, sozusagen. Heute wiegt er fast 34 Kilo weniger. Er hat eigentlich fast von Anfang an den größten Teil seiner Medikamente reduziert oder ganz abgesetzt. Er hat nach meinen Anweisungen jeden Tag seinen Blutzucker, seinen Blutdruck, das Gewicht und auch den Bauchumfang gemessen. Nach 9 Monaten waren alle Laborwerte im Normalbereich, was vorher nie der Fall war. Er sagt, er fühlt sich besser als vor 40 Jahren. Er hat Kraft, Energie, Ausdauer, kann laufen, marschieren mit dem Hund oder wie auch immer. Es tut nichts mehr weh. Und seine alte Haarfarbe ist wieder da. Die Haare sind wieder deutlich dichter und wachsen schneller. Und die Hosen aus seiner Jugendzeit passen auch wieder. Ja, er hat tatsächlich noch eine. Aus jungen Jahren, als er 20, 25 war, Oder noch jünger, ich weiß es gar nicht. Jedenfalls passt die Hose wieder. Sein Bauchumfang war zu Beginn 130 cm. Jetzt sind wir bei knapp 100 cm, also 30 cm weniger. Er bezeichnet seine Lebensqualität als top. Das nenne ich Altern im Rückwärtsgang. Die Natur tut wenig, um ihn zu schützen. Für ihn ist Nachkommenschaft nicht mehr vorgesehen. Mit 71 ist das erledigt und in der Tat, er ist Großvater. Er hat nicht die Absicht, weitere Kinder in die Welt zu setzen. Also kümmert sich die Natur nicht um ihn und er muss es selber tun. Ja, herzlichen Glückwunsch. Den Namen lasse ich weg.
Allgemeine Informationen zum Thema Ernährungsumstellung. Die meisten Milchprodukte sind zwar Low Carb, aber man isst leicht zu viel davon, weil sie durch die erwähnten Casomorphine eine süchtig machende Wirkung haben. Das ist also ein zweischneidiges Schwert. Wenn beim Abnehmen nicht weiterkommt, sollte es mal ohne Milchprodukte, vor allem ohne flüssige Milch, aber auch Joghurt, Quark, Sahne und Käse probieren. Beim Brot ist es nicht viel anders. Gluten hat auch eine süchtig machende Wirkung. Viele, die über ihre Ernährungsumstellung nachdenken, scheitern am Brot, an der Brot- und Nudelfrage. Darauf kann man doch nicht verzichten, oder? Liegt das am Geschmack oder an der süchtig machenden Wirkung des Getreides? Es ist ein bisschen wie bei Alkoholikern. Der Alkoholiker, der auf sein abendliches Gläschen Wein oder das Feierabendbier oder 2 oder 5 oder 10 nicht verzichten kann. Alkohol, Milch, Getreide haben dieselbe Wirkung auf das Suchtzentrum des Gehirns wie Kokain und Heroin. Sie sind ein Fass ohne Boden, weil sie einerseits nicht satt machen und man andererseits immer mehr davon braucht, um die gleiche wohltuende Wirkung zu bekommen wie am Anfang. Und deshalb isst man immer mehr davon. Auch als Low-Carber hat man noch mit alten Gewohnheiten und Suchtgelüsten zu tun. Viele essen nicht aus Hunger, sondern das Essen wird zur Beschäftigungs- und Bewältigungsstrategie für alles Mögliche. Nahrung ist im Grunde nichts anderes als das Benzin beim Auto oder Kerosin beim Flugzeug. Nahrung ist nicht mehr und nicht weniger als ein Treibstoff für den Körper. Aber wir essen zum Trost, als Entschädigung, zur Belohnung. Und dann bezeichnen wir das als Genuss. Nee, liebe Leute, das ist Sucht. Und viele essen bis zum Exzess. Binge-Eating nennt man das. Gesellschaftliche Events werden oft zur Völlerei und sind eine gute Entschuldigung für alle Arten von Nahrungsmittelmissbrauch. Esmes Geschichte ähnelt vielen Zucker- und Kohlenhydratsucht. Das war bei meinem Bekannten aus dem privaten Bekanntenkreis nicht der Fall. 20 Jahre Essstörung. Alles begann mit einer Diät, sagt man. Jojo-Diäten, mal 5, mal 50 Kilo rauf oder auch runter. Tägliches Wiegen, um die Kontrolle nicht zu verlieren. Kalorien zählen und nach Hintertürchen suchen, um dann doch wieder mehr zu essen. Zuckersucht und Alkoholismus haben eine gemeinsame Ursache und sie haben viele Gesichter. Manche gehen zivilisiert mit ihrer Sucht um und fallen im Rahmen der gesellschaftlichen Normen nicht auf. Andere genießen, in Anführungszeichen, bis zum Exzess und verlieren irgendwann komplett die Kontrolle. Suchtverhalten hat viele Ursachen, aber die Psychotherapie ist selten die Lösung. Den meisten hilft am Ende nur noch totale Abstinenz, der totale Verzicht auf Kohlenhydrate und Milchprodukte, manchmal auch. Wenn man die Bezeichnung Milch und Getreide durch Droge ersetzt, kommt man der Sache etwas näher und vielleicht näher als einem lieb ist. Also Leute, hütet euch vor Covid-19 und haltet Abstand von Milch- und Getreideprodukten. Ich wünsche euch gute Gesundheit, ein schönes restliches Wochenende, passt auf euch auf, bleibt gesund, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss.